Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Wir haben immer noch das Problem, dass wir feststecken an diesem einen Dorf. Und mir ist was eingefallen, das werden wir jetzt mal versuchen und ich entmüde mich im Discord. So, Darko, nächste Aufnahme ist an. Ich will jetzt mal was versuchen. Und jetzt habe ich was gegessen. Okay. Und zwar, ich habe jetzt Holz mitgenommen. Ich setze jetzt an dem großen Haus eine Werkbank. Ich renne hin, setze eine Werkbank und versuche zwei Wände auf unserer Höhe einzureißen, sodass wir eventuell mit Pfeil und Bogen reinschießen können auf die Spawner, auf den Spawner. Okay. Gut. Welches Haus? Gleich das erste große, wo die Doppeltür war. Das ist, wenn wir jetzt direkt vom Portal ins Dorf rennen, das erste Haus gleich. Na, okay. Soll ich dabei sein oder soll ich vom Hang dich dirigieren? Du kannst... Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, weil ich mach das von hinten oft, dass von hinten auch reingeschossen werden kann. Also im Grunde von Richtung Portal. Da ist sogar schon... Oh, da pümmelt einer mit Pfeil und Bogen rum. Ah ja. Der brennt. Oh! Direkt die Hälfte an Leben abgezogen! Achtung, Ike, da kommt noch einer auf dich zu. Ja, ja. Aber der eine hat... mit Pfeil und Bogen hat so gut wie kein Leben mehr. Siehst du den? Ja. Yep. Pass auf, der kommt zu dir. Wenn du Pfeil und Bogen in der Hand hast, immer nach links und rechts ausweichen. Ja, klar. Das weiß ich. Okay. Ist down. Nice. Brauchst du Hilfe bei dem? Ja, wäre angebracht, weil ich mache nicht so viel Damage. Ich komm. Ich weiß nicht, wo du bist. Unten am Wasser. Autosave. Shit. Ja. Auch da. Ja, aber der war so angeschlagen, deswegen konnte man den instant wegballern. Und da unten ist halt schon ein Loch. Vielleicht könnte man da... Warte, Werkbank, stell dich hin. Siehst du einen Spawner? Achtung, da drin ist einer. Ja, ja, der kommt, kann jetzt nur durch dieses große Tor raus. Das ist halt offen. Ich sehe da zwar keinen Spawner, aber ich schieße einfach mal in die Menge rein. Shit, der hat mich getroffen. Achtung. Ich hau wieder ab. Da kommen jetzt übrigens zwei weitere noch. Ja, aber... Darko, kleiner Tipp, immer versuch auf den Kopf zu zielen. Das gibt mehr Damage bei denen. Das gibt bei jedem mehr Damage. Achtung, da ist noch ein Typ, der dich mit dem Bogen abschießt. Ja, kümmere dich erstmal um den mit dem Bogen, weil der hat nur noch Half-Life. Versuch bei dem in der Nähe zu bleiben. Jo, noch einmal gut schießen und der ist down. Glaube ich, hab ihn. Ja, der ist down. Hab ihn. Nice. Und jetzt kannst du auch von hier aus rein auf den Spawner schießen. Und pass auf, da hinten ist ein Roter. Ich glaube. Aber was ist der Spawner? Oh, Vorsicht! Scheiße. Guck mal, die kommen nicht raus. Ja, aber wenn die dauerhaft im Weg schießt... Der ist down. Hier kommt einer hoch, Vorsicht. Er ist markiert, er brennt. Ja, so, da ist noch einer mit Pfeil und Bogen. Und der Spawner, das ist da drinnen dieses... Wie sage ich dir das? Sieht aus wie ein Haufen Überreste. Oh fuck, der. Die sind auf mich.
Ja, der hat mich aber trotzdem abgeballert. Gerade wenn die auf dich sind, kann ich doch theoretisch. Den kannst du jetzt eigentlich von hinten schön in den Hinterkopf schießen. Pass auf! Wo ist mein scheiß Schild, wenn ich das brauche? Der braucht, glaube ich, nur einen Hit. Ja, ist down. Oh, fuck, ich muss weg. Nice, down. Der Spawner drin ist broke. Der ist weg. Okay. Ja, ich hatte da auch wirklich so lange wie es geht Pfeile reingeschossen. Ist down. Okay, nice. Da sind's jetzt noch, ich glaube, zwei Häuser mit Spawnern. Und irgendwo pümmelt hier noch so ein lilaner Typ sie rum. Der ist stärker wahrscheinlich, oder? Ja, also hier drinnen kannst du gut reinschießen. Aber oh, da kommt der lilane und der mit Pfeil und Bogen. Ich krieg dich. Jo, der ist so gut wie down. Den krieg ich alleine. Der lilane? Nee, der mit Pfeil und Bogen. Wir brauchen nur noch. Oh, der ist down. Und. Ach, der Lila hat zwei Pfeile. Pass auf. Pfeile sag ich schon. Sterne. Sterne. Ich glaube, der ist auf mich aggro. Nee, oder? Auf mich. Der rennt aber jetzt zurück. Hä, was ist falsch mit dem? Ist der kaputt? Oh, der hält mehr aus. Scheiße! Holy shit! Pass auf, der zieht ordentlich was ab! Der ist auf mich, schießt mit Pfeil und Bogen drauf! Ja, ich kann nicht stehen bleiben! Das ist einfach nur noch peinlich. Ich müsste halt was essen. Nice! Mach mir gerade echt zu blöd. Ich glaube, ich muss sowieso Pfeile wechseln. Nee, was? Und wenn du von hier guckst, da siehst du den Spawner, da kannst du schön reinballern. Von hier, wo ich stehe. Da ist nämlich offen. Oh! Achtung! Ich lock. Kannst du die abschießen? Die stehen halt direkt, die kommen nicht raus, die sind zu zweit dort. Oh, den schaffst du auch noch. Oh, da ist der nächste gespawnt. Ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Normaler? Nee, der sieht ein bisschen anders aus. Der nächste ist gespawnt. Das bringt so nichts, Ark. Da schießen wir einfach nur all unsere Pfeile leer. Komm mal, lauf einfach weg dort. Sonst lass mich die beschäftigen und du schießt von der anderen Seite auf den Spawner drauf. Kannst du einer frei? Achtung! Ja, ich hab's schon gesehen. Weiter frei. Den habe ich aber. Drin ist wieder einer gespawnt. Aber ohne Schild, das ist einfach nur einer mit Axt. Der trotzdem auf die Akku ist. Komm her. Warte mal. Oh. Sag mal, wenn die Spawner kaputt.
Die wissen noch nicht so ganz wohin. Ja, ich habe den Spawner gerade broke gemacht. Okay, der ist angeschlagen. Hinter dir? Ja, ich hab's gesehen. Wenn die nämlich so zurückwandern, dann sind die angeschlagen und dann passt das. Echt? No, no. Scheiß Wetter. Nein, das mit dem Echten meinte ich zum Wetter. Also ich glaube, hier ist noch ein Haus mit einem Spawner drin. Bin ich länger ausgeruht, das war aber zu erwarten. Achtung, da sind die Schleimviecher. Ja, ja, ich schieß gerade hier drin auf den Spawner. Ich will den erst noch broke machen, wenn nicht. Ach du Scheiße, die kommen ja doch raus. Gut. Achtung, Schleimviech, Eik. Alter! Oh, fuck! Die sind draußen. Der eine ist auf mich Akku, den hole ich. Scheiße, ich bin down, ich bin vergiftet worden von dem Schleim. Aber ich bin so, dass ich mein Zeug instant wiederholen kann. Kein Ding. Aber das ist, nur noch da drinnen der eine Spawner. Wenn wir den broke kriegen, dann haben wir das Dorf geklärt. Das werden wir da hinkriegen. Ja. Ich komme direkt zurück. Ich sehe die nicht. Ich war. Ah doch, ich sehe sie. Ich weiß halt auch nicht, wie viele aus so einem Spawner spawnen können, bevor der nächste spawnt. Sprich, dass vielleicht er nur zwei spawnen können und wenn einer tot ist, dass dann der nächste spawnt. Einer ist down. Achtung, Alk. Ja, du läufst einfach. Da ist auf dich, Anko. Ja, ich hab... Fuck, hinter mir ist... Ja, hinter mir sind nix, ne? Das macht's jetzt auch nicht gerade einfacher. Oh, fuck off. Okay, nix, denen nix ist down. Ich hab mein Zeug. Ganz schnell anziehen. Versuch den Mann auch nicht zu töten, einfach nur beschäftigen. Ich will mal versuchen, ob ich das Ding da drinnen irgendwie kaputt machen kann. Ja, hier ist keiner drinnen. Doch, jetzt. Aber der ist gleich tot. Und Spawner ist im Arsch. Also wenn du den jetzt kriegst, den eh, dann sind wir da, fertig. Oh. Der ist schon weg. Nice. Dann haben wir es geklärt. Jetzt haben wir Schleimprobleme. Alter, drei oder vier Folgen haben wir jetzt gebraucht dafür. Gibt's hier auch was? Die Kisten, da war nicht viel drin. Federn, eine Fackel, die werfe ich dir mal zu. Da ist er. Und okay. Feuersteine waren drin, mehr nicht. Aber wir haben eine neue Trophäe, eine Draugr-Trophäe. Stopp für den Mund, falls es in der Nacht zu flüstern beginnt. Alles klar. Dann Holz dahin, dann dahin, das reißen wir dann später ab für die Bienen. Achso, Schlüssel in die Hand nehmen. Ich glaube, wir müssen ja hier irgendwas machen.
Ja, bei 14 Minuten. Hier liegt noch ganz viel Loot rum. Oh, ja. Wow, nächste Schwänze. Das gibt wieder Essen. Hast du dir mal angeschaut, wie viele wir von denen haben? Da ist ein Berserker. Ich dachte, du bist gerade gestorben. Was? Ja, weil bei dir so ein Ding aufgeploppt ist, so Rauch, als ob du gestorben bist. Oh, da kommen Skelette. Schön. Oder auch nicht, der rennt wieder weg. Der hat gesehen, dass wir zu stark sind. Hinter dir. Da hat tatsächlich noch einer überlebt. Oh, ich hasse die Dinger. Skelett. Achtung, hinter dir, Skelett. Das Skelett ist easy. Oh, hast du schon. Aber, ja, Sumpf, man ist langsam und wir sind nur noch nass. Mein Gepäck ist randvoll. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal nach Hause auslernen und in der nächsten Folge gehen wir dann in den Sumpf. Und ich will dieses scheiß Gewitter weg haben. Das nervt. Jo, alles was hier noch rumliegt, sammle ich nebenbei mit ein. Normales Fleisch brauchst du für den Gifttrank, glaube. Also hier Wildschwein und Rehfleisch. Diese Keulen. Hast du mal geschaut, wie viel wir davon haben? Ja, schon gekocht ist, aber du brauchst rohes für den Trank. Ja, ich meine, wir haben rohes. Das meine ich, wie viel wir davon haben. Und wie viel verballern wir regelmäßig? Sehr viel. Ich habe jetzt auch nur noch 6 Keulen im Gepäck, die gekocht sind. Ich habe eine Keule verbraucht. Ja, ich nicht. Ich bin bisschen. Und ich trinke keinen von diesen Mates. Habe ich bis jetzt auch noch nicht getrunken. Halt, sind die Kisten alle leer? Ja, ich glaube. Nö. Also, ich habe nichts reingemacht. Wäre ein Gegenstand verhindert das Teleportieren? Dann hast du ein Erz im Gepäck. Mit Erz geht's nicht. Aber echt damit. Ach, darum war das Erz da noch drin. Da sind nur 21 Zinnerz. Ja, da müssen wir halt mit einem Boot wieder hin paddeln. Machen wir das so. Der Rest kommt alles hier drüben rein. Holz. Das. Ich habe hier 3 Dragur-Trophäen. Die tue ich da einfach mal rein in die Trophäenkiste. Ja, mach das. Repariert ist alles bei mir. Hier ist ein Vieh bei uns in der Base. Ist was? Tot. Na, hier ist so ein Gift-Typsi. So ein, Grünaugen-Vieh-Ekel. Ist aber schon down. Jo, 13 Honig noch schnell eingesammelt. Wir haben mehr rohes Rehfleisch als gebratenes, das ist dir bewusst. Bald nicht mehr. So, ja, stimmt, am Feuer erstmal stehen bleiben. Dann beende ich jetzt hier die Aufnahme. Ich melde mich kurz. So, wir haben es endlich geschafft, das Scheißdorf zu clearen. Und in der nächsten Folge gehen wir in den Sumpf.
Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir gerne machen sollen. Ob wir uns wirklich mal nackt ausziehen und einfach mit dem alten, vergammelten Fluss quer übers Meer schippen sollen oder nicht. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, nächsten Tag und bye bye.